Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Shogun 2 Total War mit den Takeda. Wir haben es geschafft, in den letzten Folgen unser Imperium zu errichten. Unsere Feinde sind alle ausgelöscht. Die Uesugi, die Satake, die Satomi. Und jetzt sind auch die Yamanuchi dran. Hier drüben haben wir einen neuen Clan kennengelernt, die Uchi. Aber mit dem sind wir, glaube ich, im Krieg. Die haben nämlich die Imagawa angegriffen. Ja. Ja, macht nichts. Wir haben zurzeit ein kleines Problem. Also ihr wisst schon, wir können nicht mehr viele Regionen einnehmen wegen der Reichsteilung. Eine oder zwei gehen noch. Aber dann ist Schluss. Das heißt, wir werden dann fürs Erste auf Wachstum setzen, damit wir stark genug sind, um die gegnerischen Clans dann auszulöschen, sobald es dann zur Reichsteilung kommt. Aber wir können jetzt erstmal angreifen. Gut, die Gegner haben viele Yari-Samurai. Ich glaube, wir können es trotzdem schaffen. Wir haben auch ziemlich viele Bogenschützen, also ich werde versuchen, sie erstmal zu beschießen. Und dann in den Nahkampf zu kommen. Sie haben ja selbst nicht viele Bogenschützen. Sollte also, klappen. Meine Prüfungen sind zurzeit auch jetzt, also fürs Erste beendet. Ich habe erst im Ende September wieder welche. Das heißt, ich habe einige Wochen Zeit, um kräftig Folgen zu produzieren. Ich werde auch versuchen, Medieval 2 und Rome fertigzustellen. Und wenn ich dann noch die Zeit habe, könnte ich vielleicht auch ein neues Shogun 2 Let's Play beginnen. Da werde ich dann ein bisschen bedachter vorgehen als hier. Mit den Takeda war es ja schon teilweise sehr knapp und turbulent, aber naja, wir hatten auch teilweise Glück, also es ist alles gut gegangen. So, ich würde gerne bei klarem Wetter kämpfen. Ja, okay, besser wird's wohl nicht. Gut, die Verstärkung kommt von links. Die Festung ist ziemlich klein, das ist gut für uns. Dadurch steht der Feind auf einer sehr kleinen Fläche. Das heißt, wir können unsere Bogenschützen gut ausnutzen. Ich werde den Großteil mal hier aufstellen. Am besten im Wald, wenn das geht. Kleinen Moment. So, ja, okay, klappt. So, die anderen tue ich mal hier hin. Gut, ich würde sagen, die Nahkämpfer stellen wir auf diese Seite. Dann wird der Feind hoffentlich seine Bogenschützen halt hier aufstellen. Dann können unsere Bogenschützen ungestört schießen. Die Generäle stelle ich auch hier auf. Oder einen stelle ich lieber da drüben auf. So, den kann man, glaube ich, nicht verstecken. Gut. Ja, dann können wir beginnen. So. Ja, die Feinde stehen... die Bogenschützen, okay. Die haben sich hier verteilt. Was machen die? Okay, die rennen da drüben hin. Ich würde sagen, dann rücken wir mit den Bogenschützen hier vor. So, die Verstärkung trifft gerade auch ein. Gut, die sollen mal einen Zahn zulegen und hier rüberlaufen. So, ich stelle die erstmal hier hin. Ich fasse mal kurz die Nahkämpfer zusammen. Huch, nicht so. Gut, die sind auf jeden Fall weit weg. Wir können hier eigentlich mit dem Bogenschützen ungestört vorrücken. Das ist hier in Shogun 2 etwas anders als in Medieval. Da kann man anscheinend
viel mehr Leute befehligen. In Mad Evil musste man die zweite Armee ja an die KI weitergeben. So, wir laufen jetzt hier mal vor. Am besten schön nah ran. Damit wir über die ganze Burg schießen können. Die lassen wir einfach stehen, also... Solange die Bogenschützen da sind. Gut, wie sieht's aus? Fangen die schon an zu schießen? So, die ersten Salven werden abgefeuert. Die kommen auf den General. So, ich hoffe, dass wir so viele wie möglich töten können, damit wir dann im Nahkampf gewinnen. So, hier haben wir eigentlich auch ziemlich viele Bogenschützen, sogar mehr als da drüben. Ach, warum verschwenden ihre Pfeile auf so kleine Einheiten? Wisst ihr was? Ich glaube, ich ziehe mal diese Bogenschützen auch nach rechts. Wenn wir darüber laufen, können die auch ungestört schießen. Und dann haben wir gar keine Verluste. So, die Nahkampfeinheiten sind gleich da, aber die können sich Zeit lassen. Gut, wir können jetzt mit den Nahkampfeinheiten vorrücken. Ich glaube, hier sind wir immer noch sicher. Ja, ich glaube, es sieht wirklich gut aus, also. Ja, wir haben die Gegner schon ziemlich dezimiert. Hier das Samurai-Gefolge müssen wir auf jeden Fall ausschalten. Die sind im Nahkampf, glaube ich, am gefährlichsten. Aber am besten nicht zu viel Munition dafür verschwenden. Hier haben wir noch ziemlich starke Einheiten. So, ein bisschen vorspulen. Gut, das Samurai-Gefolge ist ausgeschaltet. Hier haben wir noch eine Einheit mit voller Stärke. Gut, die zweite Division von Bogenschützen fängt auch an zu schießen. Ja, das dauert natürlich jetzt alles eine kleine Weile. Gut, ich stelle mal jetzt schon alle Bogenschützen auf. Und rücke mit den Nahkampfeinheiten vor. Wir setzen sie auch erstmal auf lose Formation. Und dann greifen wir an. So. Wir werden viele Einheiten verlieren. So, die Nahkampfeinheiten sind angekommen. Und wir schicken sie auch gleich über die Mauer. So, hier verbrennen wir das Tor.
So, ich schicke mal den General vor, damit sie nicht anfangen zu fliehen. So sieht das nämlich gleich aus. Die Generäle kommen auch mit. Oh, das Torhaus ist hier aber schön in die Luft geflogen. So, wir laufen rein. Schnell die Munition, die Moral verstärken. Und die Bogenschützen greifen hier an. Okay, das sieht gut aus. Am Tor werden wir ganz schön zurückgedrängt, aber auf dieser Seite haben sie, glaube ich, kaum eine Chance. Ja, es sieht ganz gut aus. Aber ich glaube, wir verlieren ganz schön viele Leute. Hier nicht einfach rumstehen. So, ich erober mal schnell die Stadtmitte. Oder wie das hier auch heißt. Hä? Warum stehen die hier rum? Einfach reinrennen. Hier auch. Ah, wir haben gewonnen. Okay. Ich habe die teilweise an der Mauer rumstehen lassen. So, die Stadtmitte ist eingenommen. Jetzt kommen folgen die letzten Einheiten. Sollte man am besten... Ja doch, die sind doch alle schon weg. Hier am Tor gibt es noch einen großen Tumult, aber ansonsten gibt es eigentlich keine Feinde mehr. Ja, okay, wir haben gewonnen. Das waren... eine relativ lange Schlacht, aber ich hoffe mal, wir haben nicht allzu viele Verluste. Wir werden jetzt erstmal die Füße stillhalten und nicht mehr angreifen. Ja, wir haben eine sehr erfahrene Einheit verloren. Das ist wirklich bitter. Aber ansonsten steht noch alles. Puh, 1000 Leute verloren. Ich glaube, das hätte ich auch besser machen können. Ich war mir eigentlich ziemlich siegessicher. Ja, was soll's. So, wir besetzen sie natürlich friedlich, weil das eigentlich unsere Region war, unsere Provinz. Gut, das ist unsere Hauptarmee, mit der gehen wir raus. Die Unruhe wird sich schon legen. Obwohl, wir können die Generäle auch einschicken. Wir werden mit der Hauptarmee jetzt nach... also mit dieser Ashigaru-Armee nach Osten ziehen. Und sie hier an die Grenze setzen. Während wir eine Samurai-Armee ausbilden. Und wir werden noch... wir müssen langsam auch was für unsere Wirtschaft tun und Märkte errichten. Städtewachstum wäre auch nicht schlecht. So viel Geld haben wir leider nicht. Aber wir müssen da noch etwas zerstören. Weil ich will jetzt nicht die ganzen... die ganzen Festungen ausbauen. Ich denke mal, hier werden wir das Bogendojo vernichten oder abreißen.
Ja. Weil wir hier drüben nämlich ziemlich gute Bogenschützen rekrutieren können. Das tun wir gerade auch. Ich weiß zwar nicht wieso. Als Garnison oder was? Nee, hier brauchen wir eigentlich keine mehr. So, lässt sich hier auch was abreißen? Ja, die Samurai. Die können wir an ziemlich vielen Stellen ausbilden. Das heißt, hier brauchen wir sie auch nicht. Aber hier wird ja schon abgerissen, dann brauchen wir in Musashi keinen Yari drin Platz. Den reißen wir dann auch ab. Tschüss. Eigentlich können wir in Nord-Shinano die ganzen Nahkämpfer ausrichten. Entschuldigung. Ausbilden. Tun wir ja auch gerade. So, obwohl. So. Wir wollten ja. Ich glaube, 6-mal Katana-Samurai. Das machen wir auch. Flammenbomber. Na, ich lasse es erstmal stehen. Ich gucke nach Gebäuden, die man abreißen kann, damit wir stattdessen Märkte errichten können. Ja, hier den Yari-Drittplatz brauchen wir auch nicht. Tschüss. Obwohl, stopp mal, hier gibt es schon einen Markt. Hier gibt es eine Reisbörse. Oh, hier können wir, glaube ich, einiges abreißen. Obwohl das ziemlich wertvoll ist, lassen wir es lieber stehen. Ne, fürs Erste können wir, glaube ich, nichts abreißen. Das reicht doch. Wir haben nicht so viel Nahrung. Wir können jetzt nicht 1000 Märkte errichten. Ich gucke mal, ob sich diplomatisch was machen lässt. Ich möchte, wenn möglich, den Frieden so lange wie möglich aufrechterhalten. Ich glaube, es wird sich auch langsam verbessern. Wir haben ja diese Kunstgrad, also Kalligrafie. Das wird die diplomatischen Beziehungen um 20 Punkte verbessern. Das heißt, mit den Mogami sollten wir dann ja im Reinen sein. Dann sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Ob wir 5 Runden den Frieden noch aufrechterhalten können, ist natürlich die Frage. So, die Folge können wir jetzt nicht mehr so lange machen, weil die Schlacht so lang war. Aber die sind echt verdammt stark geworden, die Uchi. Oder Uchi, ich weiß nicht genau, wie ich das aussprechen soll. Mit der tödlichen Naginata bewaffnet. Ja. Ach so. Rekrutierungsplatz. Ich dachte, ich hätte jetzt einen Bonus für Ashigaru-Einheiten bekommen, den würden wir ja nicht mehr brauchen. So, gibt es eigentlich noch irgendetwas, was Geld bringt? Auf Rekrutierungskosten. Nee, ansonsten nicht, dann errichten wir hier Märkte. So, wir haben 6 Nahrungseinheiten. Dann haben wir hier schon mal 2 weg. So, was, hier haben wir, glaube ich, noch was abgerissen. Nee, hier gibt es ja schon einen Markt. Wo haben wir noch was abgerissen? Wir brauchen nämlich auf jeden Fall das Einkommen, wenn erstmal die Reichsteilung eintritt. Hier haben wir noch einen Bauplatz. Okay, wenn die Reichsteilung auftritt, haben wir kaum mehr Handelspartner. Das wird uns ziemlich viel Geld kosten. So, jetzt haben wir erstmal kein Geld mehr. Gut, dann nehmen wir auch die Generäle mit und ab nach Osten. Wir werden die Reichsteilung. Wenn sie eintritt, werden wir alles sehr schnell machen müssen. Die Mogami müssen wir dann so schnell wie möglich auslöschen. Von den Imagawa werden wir militärischen Zugang holen, falls wir den nicht schon haben. Und werden dann so schnell wie möglich Kyoto einnehmen.
Wir müssen auch eine Flotte errichten. Soll ich jetzt schon rekrutieren? Ich glaube, ich breche das erstmal ab. Wir haben, glaube ich, zu früh angefangen mit dem Rekrutieren. Wir sollten echt erstmal noch ein bisschen Geld verdienen. So, den Markt können wir hier ausbauen. Haben wir dann genug Nahrung? Ach. Tun wir es einfach. Das Ding ist ja, wir haben ja noch nicht mal Terrassenbau. Das heißt, falls wir noch Nahrung brauchen, können wir das locker ausbauen. Das bringt ja auch nochmal Geld. Ach ja, ich habe vergessen zu gucken, wie das jetzt mit der... mit dem Ansehen aussieht. So, umsichtige Frau. Minus 1 Moral kann ich eigentlich gar nicht gebrauchen. Nee. Ich glaube wirklich, wir haben noch... Wir sind eine Region davon entfernt. Eine Provinz oder höchstens zwei. Also ich will jetzt nichts mehr riskieren. Ich werde jetzt auf keinen Fall mehr was einnehmen. Brauchen wir auch gerade nicht. Gut, die Märkte werden gerade gebaut. Vielleicht sollten wir auch die Straßen ausbauen. Hier in Kai vor allem. Haben wir noch irgendwo irgendwelche Trampelwege? Na gut, ansonsten sieht es ganz in Ordnung aus. So, wann sind die ersten Märkte fertiggestellt? In zwei Runden. Ich mache einfach mal schnell weiter. Okay, da wird ein Hafen belagert. Wir haben auch Glück, weil die Mogami mit den Honma im Krieg sind. Das heißt, die beschäftigen sich gegenseitig. So, wo soll ich die jetzt lassen? Ach, übrigens, da brauchen wir nur einen General. Stopp. Die beiden marschieren nach Westen. Vor dem Takeda Shingen. Der bald zum Shogun wird, hoffentlich. 37 Jahre alt, ich glaube, der hält noch einiges durch. Ich glaube, unsere Beziehungen werden irgendwie mit der Zeit besser. Weil sie den Krieg vergessen. Mit den Hatakeyama auch, denke ich, wenn ich mich nicht ganz irre. So, in der nächsten Runde sollten die ersten Märkte ihre Früchte tragen. Die Kalligrafie wird auch gleich erforscht. Haben die Imagawa haben da Land verloren. Ein Mönch steigt auf. Ich weiß zwar nicht, was die Armee hier macht, aber ja, die Imagawa haben wirklich Land verloren. Vielleicht wird es doch nicht so einfach, wie ich es mir gedacht habe. So, hier haben wir den Mönch irgendwo gehabt. Wo ist er denn? Ach, hier, okay. So, ich würde sagen, minus 5% auf Chance auf... Erfolgreiches Attentat wäre nicht schlecht. So, ich kenne mich mit Mönchen eigentlich nicht so gut aus. Ja, komm. Vielleicht verteilen wir es so ein bisschen.
Sollen wir den auch woanders hinschicken? Religion. 100%? Nee. Eigentlich sieht es ganz gut aus, also... Zurzeit ist er nicht ganz so vonnöten. Ich will den eigentlich eher benutzen, um Unruhe zu schaffen in den feindlichen Städten. Wir können das jetzt mal gleich ausprobieren. Obwohl es auch Geld kostet, also... Ach so, ja. Die ersten Einkommen der Märkte treffen ein. Ist zwar nicht die Welt, aber einiges geht eigentlich. Bauen wir die auch weiter aus. Stopp mal, der Markt verbraucht gar keine Nahrung. Das sind erst die Reisbörsen. Das heißt, wir haben noch sehr viel, ja, sehr viele Ressourcen dafür. Wo können wir noch weiter ausbauen? Ach, wir haben gerade kein Geld, deshalb, okay. So, die Armee ist natürlich jetzt ein bisschen von Nachteil. So, ich mache noch eine Runde. Dann ist die Kalligrafie erforscht, dann möchte ich nur kurz gucken, wie es mit der Diplomatie aussieht. Dann beenden wir die Folge. Die war auch ziemlich lang. Gut, die Hatakeyama erobern etwas Land. Da wurde anscheinend ein neuer Clan gebildet. Gut, die Kalligrafie wurde erforscht. So. Handelseinkommen sind jetzt sowieso nicht mehr so wichtig. Nach der Reichsdollung wird da nicht viel übrig bleiben. Ich gucke gerade, was das Vorteilhafteste für uns ist. Vielleicht lieber was Militärisches. Obwohl erstmal gleich Landverteilung. Also das ist eigentlich eine Grundlage. Die haben wir bis jetzt nicht erforscht, weil ich irgendwie zu viel auf Krieg konzentriert war. Ach, die Imagawa hier. Hä, wie geht das denn? Also hier läuft ganz Seltsames ab. Vor allem die Farben sind auch nicht so unterschiedlich. Also die sind wirklich stark. Relativ. Aber am Ende der Kampagne ist es eigentlich immer so. Ich denke mal, die Imagawa werden es schaffen. Die sind ziemlich stark. Unsere Generäle. Das Einkommen steigt weiter. Also ich habe echt das Gefühl, Nord-Shinano ist mit Abstand die wichtigste Region hier. Es gibt, glaube ich, also hier auf jeden Fall im östlichen Teil. Es gibt keine Region, die so wichtig ist. Für eine Flotte haben wir noch kein Geld. So, hier haben wir etwas Unzufriedenheit. Woran liegt das? Aber das wird sich legen. Ach, da ist ein gegnerischer Mönch. Ich glaube, ich hau lieber ab, bevor... Ah, die Imagawa haben anscheinend eine Schlacht gegen die Uchi geschlagen und gewonnen. Handelsabkommen gebrochen mit den Honma. Das ist schlecht. Ja, ich würde das würde zu viel kosten. Aber die Imagawa werden jetzt... probieren wir es. Ah, verdammt. Boah, ich glaube, wir haben echt kein Glück mit Agenten. Das war wieder ein Schuss in den Ofen. Gut, was ist denn mit den Honma los? Eigentlich sollten unsere Beziehungen besser geworden sein. Ja, da kann ich leider nichts machen. So, mit den Hatakeyama können wir endlich ein Handelsabkommen schließen. Ich hoffe, das bringt viel Geld. Bündnis? Bündnis auch noch. Das ist perfekt. Können wir vielleicht noch irgendjemand verheiraten? Ne, wir haben leider keine. Mit Freunden sind immer ein angenehmer Zeitvertreib. Aber hier, okay. Ich guck mal, wie die Beziehungen sind. Vielleicht können wir auch
mit den Imagawa weiterverhandeln. Nee, okay. Atakeyama. Ja, ich benutze das einfach mal. Dann werden die Beziehungen noch viel besser. Treffen mit Freunden sind immer ein angenehmer Zeitvertreib. Was militärischer Zugang wird auch ausgetauscht. Nee, das wollen sie aber nicht. Gut, wir machen das einfach. Dann sind die Beziehungen, glaube ich, sogar noch besser als zu den Imagawa. Ja, die Beziehungen sind wirklich perfekt. So, wollen die sich wirklich gegen uns stellen? Dann sprecht, aber beeilt euch. Ich habe andere dringende Sachen zu tun. Ich hoffe mal nicht. Wow, mit denen sind die Beziehungen auch ziemlich schlecht geworden. Was hat sich denn... Ach, Heirat mit feindlichen Clans. Oh, das ist ja blöd. Ich wusste gar nicht, dass das auch passieren kann. Das heißt, dass die uns die... Dass uns die Mogami möglicherweise angreifen werden. Gut, unser Einkommen steigt wirklich schnell. Ich baue weiter die Reisbörsen aus. Und ich würde sagen, ich beende jetzt mal die Folge. Wird auch langsam Zeit. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich weiter ausbauen, falls die Mogami nicht angreifen sollten. Und die Honma. Aber wir haben jetzt wirklich zwei sehr starke Verbündete. Und mit denen wir auch Handel betreiben. Ja, mit den Hatakeyama betreiben wir starken Handel. Es sieht jetzt alles gut aus und ich denke mal, ich habe es unter Kontrolle. Ich werde fürs Erste friedlich bleiben. Ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Shogun 2 Total War. Tschüss!